So, Freunde, ja, ein paar Tage ist es her. Manchmal hat man ein paar Tage irgendwie keinen Bock, Videos zu machen, aber es ist ja auch ein bisschen Sommerloch-mäßig, ne? Viele sind in Urlaub, die Videos sind nicht so geklickt, ne? Weil die letzten Wochen ist ja Hochsaison, Urlaub, viele sind in Urlaub oder es ist heiß oder die sind, keine Ahnung, mit tausend Dingen beschäftigt. Ich denke mal, so gegen September geht's wieder eher so YouTube-technisch los, aber heute Thema Kampfsportler. Was schaffen naturale Kampfsportler in Bankdrücken? Bevor wir zu diesem Thema kommen, habt ihr das mitbekommen? Das muss leider sein. Also, was heißt leider? Daniel Zamani, mein Landsmann, der Iraner, hat vor ein paar Tagen die 352,5 Kilogramm gedrückt. Der ist aktuell 2,5 Kilogramm vom Weltrekord entfernt, der von Julius Maddox sozusagen gehalten wird. Daniel Zamani, folgt dem unbedingt auf Instagram. Daniel Zamani hat angekündigt, dass er innerhalb von 4 bis 6 Monaten 365 Kilo drücken möchte. Und so wie der die letzten Wochen und Monate gedrückt hat, glaube ich dem das. Der macht ja aktuell alle 2-3 Wochen 5 Kilo Fortschritt, so in etwa, ja. So, das heißt, die 365 Kilogramm, was, also das geht nicht in meinen Kopf rein, ne? Das geht nicht in meinen Kopf rein, was der und dieser Julius Maddox, ne? Das sind die zwei besten Bankdrücker der Welt. Und ich sag euch, Pound for Pound ist jetzt schon der Iraner besser, weil der wiegt irgendwie 40 Kilo weniger als Julius Maddox. 30, 40 Kilo weniger. 365 hat er angekündigt, und so wie der die Gewichte drückt, ohne jegliche Schwierigkeit, das Gewicht geht runter und geht ganz gerade, ohne Wackeln, ohne Zittern, ohne Mühe, drückt er einfach das Gewicht nach oben. Und so wie der das drückt, und der Mann ist 29, muss man sich jetzt mal vor Augen halten, ne? Der ist jetzt nicht so nach Motto, ja, seine Zeit ist gelaufen, der ist 29. Wenn der so weiter am Ball bleibt, hat er gut und gerne mindestens noch 4, 5, 6, 7 Jahre, wenn er volle Power durchzieht, ja, 4, 5, 6 Jahre, wo er noch Fortschritte machen kann. Vielleicht nicht mehr in großen Schritten, aber also dem traue ich, so wie der jetzt aktuell drückt, die 370, mindestens traue ich dem zu. Eines Tages, 370 im Bankdrücken, ohne Gummishirts, ohne Bänder, ohne irgendwelche Hilfe, ne, raw. Okay, so viel mal dazu. Ist meine persönliche Einschätzung. 370 traue ich dem locker zu. Wenn er wirklich am Ball bleibt, verletzungsfrei bleibt, die 370 knackt er locker. So, es sind ja nur noch, was sind das denn hier, 18 Kilo. Also das, safe haut er die 370 noch weg die nächsten Monate und 1-2 Jahre. Aber gut. Nächstes Thema. Ich habe Michael Smolik, ich bin ja auf Twitch aktiv. Übrigens, ich selber streame auch Akko Power Twitch, so heiße ich auf Twitch, Akko Power Twitch. Dort habe ich, also ich habe auf Twitch mit Michael Smolik so 2-3 Sätze gewechselt. Ich habe gesagt, hör mal zu, ich habe einen Kraftsportkanal, ich wüsste gerne, was du so maximal im Bankdrücken schaffst und sagen wir mal auf 10 Wiederholungen. Und Michael Smolik so wiegt Pi mal Daumen um die 100 Kilo bei Pi mal Daumen 1,90 oder was? Wie groß ist der? 1,88, 1,90, 1,92. Jedenfalls 100 Kilo wiegt er selber. Ist auch relativ lean. Das heißt, nicht so hohe KFA-Anteil und so. Und er meinte, ja, so genau weiß er es nicht, aber er meint so um die 140, 150 hätte er mal gedrückt. Also ich gehe mal eher von 140 aus. Ich habe ihn auch gefragt, würdest du auch mal so Kraftsport-Videos auf deinem YouTube-Kanal hochladen? Meint er ja gerne. Wenn hier diese ganze Situation vorbei ist, kann er auch mal sowas hochladen. Und dann habe ich noch gefragt, okay, 140, also der meinte 140 bis 150, gehen wir mal von 140 sauber gedrückt aus, so in etwa Pi mal Daumen, was 1,4-fache von seinem Körpergewicht wäre übrigens. Wir gehen jetzt von Schwergewicht aus, ne? Wenn einer weniger wiegt, da das Doppelte vielleicht zu drücken, wäre vielleicht irgendwie drin, ich weiß es nicht. Wir gehen immer von Leuten aus, die circa 100 Kilo oder drüber wiegen, ja? 1,4 des Körpergewichts, 1,4-fache. So, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr ungefähr gab es so ein virales Video, wo Deontay Wilder, das war ja der Schwergewichtsweltmeister, der dann gegen diesen anderen da, Gypsy King, da gekämpft hat. Wie heißt er denn nochmal? Tyson Fury, ja genau.
Deontay Wilder hat aber wirklich sehr wackelig, okay, man muss auch sagen, der ist über 2 Meter, hat sehr lange Arme, hat mit Mühe und wirklich mit Zittern und Mühe und so hat er gerade mal so ein bisschen auch Schieflage und so, hat er auch die 140 Kilo gedrückt und der wiegt auch ungefähr 100, ich meine so um die 100 Kilo wiegt er, ne? So 100, 105, 100, irgendwie so 110, 100, so um den Dreh. Ja, Pi mal Daumen. Dann, was hatten wir denn noch? Vor ein paar Jahren habe ich mal recherchiert, so ein bisschen im Internet, habe versucht rauszufinden. Ich hatte einen Lieblingskämpfer vom MMA-Bereich, Fedor Emelianenko, dieser Russe, wiegt ja, wenn er kämpft, um die 105, 107, 108, so um den Dreh. Off-Season wiegt er bestimmt um die 115, 120, nehme ich mal stark an, bei circa Pi mal Daumen 182, 183. Und da stand irgendwas mit 160, 170 Kilo, ne, 170 Kilo so um den Dreh, ne, so 170 Pi mal Daumen. Traue ich dem zu und ich meine auch, Fedor wäre natural. So wie man, also wenn man sich so seinen Körper, man kann nie hundertprozentig sicher sein, ne, das mal dazu gesagt. Aber wenn man sich so seine Statur anguckt, er hat ja so ein Bäuchlein und auch ansonsten nicht so mega ausgeprägte, und man sieht, dass er Muskeln hat und Muskelmasse hat, aber man sieht, dass das noch im naturalen Bereich ist, auch wenn er schon so ein Brocken ist. Und ja, was Daniel Samani angeht, den ich anfangs erwähnt habe, wirklich, ich bin gehypt, so krass gehypt, dass seine Leistungen mich aktuell motivieren, eventuell nochmal diese 160 Kilogramm plus im Bankdrücken selber anzugehen. Wisst ihr, ich habe die letzten Jahre auch so Dinger angekündigt, so, und ich hasse das selber, wenn man irgendwas sagt und dann am Ende nicht macht, aber ich bin wirklich motiviert und ich finde das krass, wie der Junge Fortschritte macht. Ja, der ist 29, 352,5 hat er vor kurzem gedrückt. Bitte folgt ihm, unterstützt ihn. Auch genauso diesen Payman Maheripur, der über 500 Kilogramm Kreuzheben ziehen will. Übrigens, der andere Iraner, ich meine, der heißt Shahram oder so, ne? Ich muss nochmal gucken, weil den habe ich jetzt erst vor kurzem auf den Schirm gekriegt. Der hat vor kurzem, ich meine, Raw im Knie, weil es gibt ja bei Kniebeugen auch so komische Anzüge, meine ich. Da liegt der Rekord bei über 500 Kilo, ich meine so um die 520 Kilo, so um den Dreh. Mit so komischen Anzügen, die deinen Rücken gerade halten und dir irgendwie dabei helfen und wie auch immer. Ich kenne mich da jetzt so genau nicht aus. Bin nicht so der Kniebeuge-Freak, aber ich meine, der hätte jetzt vor ein paar Tagen Raw die 425 Kilogramm im Kniebeugen gebeugt. Und zwar müsst ihr das Video mal gucken, geht auch mal auf sein Instagram, müssen wir eingeben, Iran Squat und Record, irgendwie sowas auf YouTube, Google und so, Shahram meine ich, so heißt er. Ich müsste mal, das schreibe ich vielleicht in die Überschrift oder in die Kommentare, könnt ihr nochmal gucken. Da sind einfach nur zwei Stangen, da liegt das Gewicht drauf, der geht runter, ey, der Typ, das ist ein Bär, ne? Das ist ein Bär, das kann man sich nicht vorstellen. Guckt euch den Typen an, der sieht einfach aus wie Gigant. 425 Kilogramm, und wenn ihr bei anderen Leuten guckt, die haben alle so Hebevorrichtungen, so Angeln und so Hebedinger und so Gummiabsicherung und so riesen Käfig und so. Gut, bei über 500 Kilogramm ist das auch angeraten, aber er hat das mit 425 Kilogramm gemacht, einfach nur so zwei Stangen, ohne diese Absicherungsseile und Haken und alles mögliche, also richtig krank, ist auch nicht zu empfehlen bei so einem Gewicht, da kann immer was schief laufen, wenn das Gewicht runterfällt, das ist nicht anzuraten, also einerseits finde ich das krass, was er da macht, aber andererseits finde ich es sehr gefährlich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, jedenfalls, ich bin motiviert, mal wieder so Richtung 160 Kilogramm Bankdrücken und darüber hinaus. Mein eigener Rekord war mal 170 2003. Und ob ich da jemals wieder ankomme, steht in den Sternen. Aber 160 plus würde mich nochmal reizen. Das wäre schon realistischer. Weil, ne, man muss auch bedenken, das ist schon sehr lange her, dass ich die 170 mal gedrückt habe. Ein einziges Mal, wie gesagt, ohne Hilfe bis zur Brust wieder hoch. Ein Video mit 163 Kilogramm könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Wobei das eigentlich schon 164 Kilogramm sind, weil die Stange, die ich habe, die ist selbst gebastelt. Hat ein Kollege von mir, beziehungsweise Stiefvater von einem Kollegen von mir gemacht, der Schlosserdreher, ich weiß nicht, wie man das nennt. Die Stange wiegt 10,5, knapp
11 Kilo so um den Dreh mit der Befestigung, safe 11 Kilo. Ich hatte 163 in die Überschrift geschrieben, aber eigentlich sind es ungefähr 164. Gibt's als Video zu sehen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, in diesem Sinne, folgt mir auf Twitch, checkt auch mal mein Facebook, mein Instagram und mein Twitch-Kanal. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch einen Let's Play-Kanal, die alle mal abchecken in der Videobeschreibung. Vor allen Dingen auf Facebook bitte auch ein Follow da lassen. Da poste ich auch relativ viel. Auf Instagram bin ich noch nicht so mega aktiv. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, ja? Ich hatte jetzt ein paar Tage Pause, es musste auch mal sein. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, Kommentare da lassen und das Video eventuell mal teilen, um mir zu helfen. Alles klar, in diesem Sinne, wir sehen uns, bis dann. Ah ja, übrigens, ich drehe gleich ein Trainingsvideo, stehend rudern. Da gucke ich, dass ich jetzt demnächst wieder die 80 Kilo auf die SZ-Stange kriege. Ja, es kann sein, dass das Video morgen, übermorgen dann online kommt. Also, ne, checkt die Links in der Videobeschreibung, liken, teilen, kommentieren und so und wir sehen uns. Bis dann, ciao.